Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Baldur's Gate 3 Early Access. In der letzten Episode haben wir unter anderem Korga vermöbelt und in dieser Episode werden wir jetzt mit dem guten Gale sprechen, denn der hat uns eine Geschichte versprochen, und zwar über sich selbst. Und sobald wir dann wissen, was es genau mit Gale auf sich hat, machen wir uns auf ins Unterreich, endlich. Und das ist dann der letzte Abschnitt der Early Access, also genießen wir ihn. Ah, good evening to you. I take it you're here to pick me up on that bedtime story you were promised. Marvelous. It's a story full of answers long overdue. It's the story of a man who fell in love with a goddess. Na schön, ich werde mitspielen. Verwöhne mich, Gale. Thank you. Once upon a time, not quite that long ago, there lived a wizard in a tower. The wizard was what one might call a prodigy, who from an early age could not only control the weave, but compose it like a musician or a poet. Such was his skill that it earned him the attention of the mother of magic herself, the Lady of Mysteries, Mystra. Wie hat sich Mistras Aufmerksamkeit angefühlt? Love. Perhaps it was not quite love, but you see, the wizard was but a very young man. It was most certainly love to him. Mistras showed him the secrets beneath the veils. The gossamer veils first, draped across the weave. The delicate veils next, draped across her body. Chosen one, she whispered. She slipped them off completely. Wollt ihr mir sagen, der Magier hat mit der Göttin geschlafen? Yes. Until one day, all too soon, the whispers stopped. The goddess spurned the mortal. The veils were drawn once more. And the wizard was left behind, heartbroken. Oh Gott, der Arme. Poor wizard. Hmm. Silly wizard too. For he wouldn't take no for an answer. Like so many of the heartbroken, he did something infinitely foolish. One has to think big if one seeks to win back a goddess. So the wizard thought big. Okay, definiert hoch. Here goes. Once upon a time, very long ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his story for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic unleashed that day was phenomenal. Rolling like the prime chaos that outdates creation. A fragment of it was caught and sealed away in a book. No ordinary book, mind you. A tome of gateways that contained within it a bubble of astral plane. It was a fragment of primal weave locked out of time. Locked away from Mistra herself. What if, the silly wizard thought, what if after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Was war die Antwort auf seine Frage? The answer was to try, and the outcome was to fail. Here, place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound, then suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through you and becomes part of you. And gods, is it ever hungry? Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Of all things, magic. This Netherese taint, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as it absorbs weave, it remains stable, to an extent. The moment it becomes unstable, however. Puh. Fahrt fort. It will erupt.
I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Das tut mir leid, das ist eine schreckliche Bürde. It is my truth, finally revealed. It is this folly that led Mistra to abandon me completely. I can only hope that you won't abandon me as well. After all we've been through, surely we can brave even this side by side. Natürlich, zusammen schaffen wir das. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. It is an honor to call you a friend. Many challenges lie ahead, but in this moment I believe nothing to be insurmountable. What do you say? Should we call it a night? Or do you have questions for me? Ah, ich würde mal sagen, das würde mich doch interessieren. Seid ihr immer noch in Mistra verliebt? I'll be honest with you. I don't know. She's my muse still. Embodiment of magic. But the embodiment of love? Only if we ever meet again will I know. Wie könnt ihr euch dauerhaft von der Kugel befreien? The orb was kept safe and inert in a pocket of astral plane, suspended in time. If I can somehow manage to expel it from my body while in the astral plane, it will be rendered inert again. Alternatively, I could learn to control its chaotic magic. That is, to succeed where I failed before. Without Mistress favor, I don't see how that may come to pass. Of course, there could be different answers as well. Faerun brims with more magic than any one wizard could fathom, let alone comprehend. Who knows what outlandish solutions may yet present themselves. Lasst uns schlafen gehen. Good night then. And thank you. Was für eine coole Socke Gale bitte ist. Also er trägt im Prinzip eine Zeitbombe in sich und die muss er dauernd mit Magie füttern, ansonsten explodiert die und könnte eine Explosion verursachen in der Größe von Tiefwasser. Alter Verwalter, alle Gefährten von uns haben eine solche Story, die ungefähr vergleichbar ist mit der von Gale. Bevor wir aufbrechen zum Unterreich, wollte ich euch das noch einmal zeigen. Ich hätte jetzt einfach direkt noch ins Unterreich gehen können und die alle haben irgendwas. Also auch Astarion, den wir dann in meinem neuen Let's Play auf jeden Fall sehen werden, wenn ich einen anderen Charakter spiele. Jedenfalls, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und hat den Charakter noch cooler für mich gemacht, definitiv. So, wir reisen jetzt weiter. Okay, Freunde, hier sind wir also im Unterreich und dann schauen wir uns also jetzt mal hier ein wenig um. Wie gesagt, die letzte Station hier in diesem diesem Let's Play von der Early Access. Und wir werden höchstwahrscheinlich danach, wenn wir dann mit einem komplett neuen Charakter spielen, bei der Vollversion eben danach weiterspielen. Was ist das denn? Eine Glefe? Streitkolben und ein Kriegshammer. Brauchen wir alles nicht. Trotzdem interessant, dass das hier liegt. Falls man noch keine Glefe hat. Hier würde ich gerne rund dort. Genau, wir gehen mal zu der Tür hier. Zu diesem Tor. Ah, ist ein Hebel, ne? Da kann man das öffnen. Muss ich nicht extra knacken, das Schloss. Wäre sowieso ziemlich blöd, wenn man das knacken könnte, ehrlich gesagt. Okay, gucken wir mal. Oh. Oh. Oh, weg hier. Ui, ui, ui. Die brennen. Und die brauchen aber auch lange, bis sie endlich losgehen. Mein Gott, da schießen die Dinger gleich hier mit Feuer auf uns. Alter Verwalter, der tote Rat ist auch noch hier. Was haben wir hier? Tagebuch des obersten Eingeweihten Jarrus. Das ist die Jutesäcke, Holzkoffer. Ich muss mich doch gleich wieder heilen. Der hier trägt doch auch wieder was. Stab der Mondmaid. Von Zuluns Kleriker verwendet. Macht aber ansonsten nichts, ne? Hat das Skelett hier noch irgendetwas? Tagebuch gucken wir uns gleich an. Ja, ein bisschen Gold. Das hier, hat das noch irgendetwas? Knochen nur. Hier ist das Tagebuch. Okay. Auch nichts Besonderes, schätze ich mal. Ist das irgendwie ein Story-Gegenstand oder so? Ich nehme es einfach mal mit. Ah, komm schon, hier. Kann ich das nicht mitnehmen? Auch mitnehmen können. Geht nicht danach raus. Okay, dann lassen wir es halt liegen. Alchemistenfeuer kann mitnehmen. Holzkiste. Sehr gut. So. Oh, hier uraltes Silun-Tagebuch. Können wir uns auch mal durchlesen oder mitnehmen. Gucken wir mal schnell rein, was da drin steht. Den Speer und das ganze Zeug packen wir mal rüber zu den Leuten, die ein bisschen mehr tragen können. Sie kann auf jeden Fall einiges mehr tragen. Hier so, das da alles. Das Amulett kann sie ebenfalls mal behalten. Und hier ist das Tagebuch. Lesen.
Okay, also auch wieder alles auf Englisch. Vielleicht das hier auch nochmal kurz rüberpacken zu ihr. So, perfekt. Das hier ebenfalls, Alchemistenfeuer. Sehr gut. Wunderbar, dass wir nicht allzu voll sind. Vollgetragen, ne, wisst ihr? Voll beladen beim Tragen. So, was ist denn das? Die Sachen sehen so echt so mega cool aus. Oh. Fungal spores. Must be myconids nearby. Huh? Ah. Oh Mist. Whatever it was, I stand at the ready. Oh Mist, was war das denn? Es kommen mehr? That voice. What was that? Sag mir, dass ich mir diese Stimme nicht einbilde. Careful. If we can hear it, perhaps it can hear us. Sie kommen? Ihr kommt? Kampf beginnt? Oh! Oh! Was ist denn das? Uiuiuiui, der sieht krass aus. Kommt da noch einer von denen? Sieht nicht danach aus. Aber da ist doch noch einer angezeigt hier oben. Minotaurus. Zwei Stück gleich von der Sorte, so wie es scheint. Jedenfalls haben wir es mit denen zu tun. Und wahrscheinlich könnten wir die einfach hier irgendwo runterstoßen, dann würden die sterben, theoretisch. Ja, glaube, da ist der andere hier, sehr gut. Ja, die kann man einfach runterstoßen, dann sterben die. Wenn man sich an die anschleicht und so, das geht alles. Vielleicht können wir auch dahin laufen zum Kram. Aber das mache ich jetzt erst einmal nicht. Ich würde gerne mal normal gegen die kämpfen, wisst ihr? Also machen wir erst einmal Geschicklichkeit verwünschen auf ihn. Wunderbar. Und dann heizen wir jetzt mal hier einen schaurigen Strahl auf ihn drauf. 65%ige Chance zu treffen. Sehr gut, hat getroffen. Superklasse. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns mal ein bisschen weiter zurück. Blöderweise bin ich gerade nicht so geheilt. Der ist dran, okay. Wir brauchen noch ein bisschen, bis er bei uns ist. Die können auch nicht allzu weit laufen, so wie es scheint. Wunderbar. Wenn wir die runterstoßen, erfahre ich nicht, was für Gegenstände die haben, ne? Weil die unten landen. Deswegen kämpfe ich ganz normal gegen die. Außerdem ist das für mich eine Herausforderung, ganz normal gegen die zu kämpfen. Runterstoßen mache ich eigentlich nur, wenn ich gar keine andere Möglichkeit habe. Oh, da kommt der Nächste. Ui! Der kommt auch gleich reingesprungen hier und hat gleich mal unsere Magier gekillt. Und tackled Lazelle. Auch nicht schlecht. Okay, gut, wir müssen ein wenig heilen. Doch vorher würde ich sagen, segnen wir uns mal. Wunderbar. So, dann benutzen wir heilendes Wort auf unseren Magier, damit auch der ein wenig was tun kann, gleich, wenn er dran ist wieder. Und sie soll einfach mal hier stehen bleiben. So, dann ist unser, hier Aragriff wieder dran. Er ist befreit. Er ist nicht mehr verwunschen oder so. Da müssen wir nochmal verwünschen. Würde ich eigentlich ungern nochmal verwünschen, aber ich habe gar keine andere Wahl. Machen wir es nochmal. Hier, Geschicklichkeit verwünscht auf ihn. Sehr gut, so. Und dann heizen wir nochmal einen schaurigen Strahl drauf. 65%ige Chance zu treffen. Oh, das hat großen Schaden verursacht. Superklasse. So, Lazelle ist dran. Lazelle kann sich mal direkt hinter ihn stellen. Was für eine Chance hat sie, ihn zu treffen? 70%. Okay, super. Mal gucken, wenn wir jetzt eine Fackel fallen lassen. Hier. Was haben wir dann? Immer noch 70%. Okay, na gut, das passt. Dann greifen wir mal an hier mit, zielen sich... Ah, schade, es hat leider verfehlt. Machen wir Tatendrang, versuchen es nochmal. Wir müssen den down kriegen, bevor der andere ankommt hier. Versuchen wir es noch einmal. Wieder 70%. Wieder ein Fehlschlag, das gibt's doch nicht. Zweimal 70% Fehlschlag. Also, oh, der nächste kommt reingesprungen. Hat sogar den anderen noch getroffen. Alle von uns leben noch, aber immerhin... Die Moon darum wie Kühe. Ah, ihr Angriff ging leider auch daneben. Rücksichtslos. Oh je, oh je, oh je. Na gut, dann wollen wir doch mal. Wir können jetzt auf jeden Fall damit die beiden treffen und die darüber schieben. Also, hauen wir die mal weg. Okay, das hat nichts gebracht. Dann würde ich sagen, zaubern wir tanzende Lichter hierher. So, perfekt. Und er kann da stehen bleiben. Wunderbar. Der nächste ist dran, macht ebenfalls rücksichtslos. Was auch immer das bedeutet. Schlägt zu. 12 Schaden auf unseren Magier. Schade. Jetzt geht das hier wieder aus, ne? Aber das passt schon. Oh, die können sogar zweimal angreifen. Gucke mal da. Und auch nochmal rüberspringen und machen da ebenfalls Schaden. Also ihr seht, wir sollten die am besten
möglichst schnell wegpusten und am besten auch mit voller Gesundheit, ne? Das heißt, ich werde jetzt nochmal ganz kurz laden und dann sehen wir uns gleich hier wieder und dann kämpfe ich mal richtig gegen die. Okay, Freunde, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Ich habe mal da oben den Stein runtergeschossen. Der ging zumindest kaputt. Ich weiß das nicht so genau, ob das irgendwas bringt. Wir werden es herausfinden. Ich laufe jetzt mal ganz kurz hier durch. Und siehe da, wir werden nicht mehr mit Feuer angegriffen. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber das wollte ich zumindest mal machen. Das Tagebuch nehmen wir auch wieder mit. Alles andere habe ich ja soweit liegen lassen. Und dann waren wir da hinten und da kamen die Tauren auf uns zu. Ne? Hier liegt ja auch noch hier ein Ölfass, seht ihr? All diese Dinge kann man benutzen, wenn man das möchte. Ich speichere nochmal ganz kurz zwischen hier und ich will mal ganz kurz schauen, ob man die hier sehen kann. Die müssten ja irgendwo herkommen. Wahrscheinlich laufen die hier irgendwo rum oder so. Sehen kann ich sie aktuell nicht. Jedenfalls kann man die hier unten runterstoßen ins, in den Tod und so weiter. Aber wir kämpfen normal gegen die. So, wir teilen es jetzt entsprechend auf und lassen den einfach mal kommen. Perfekt. So. Wunderbar. Dann, Lazelle soll den bitte mal empfangen hier vorne. Sehr gut. Und was sie auch gleich machen kann, ist hier eine Fackel fallen lassen. So, perfekt. Und dann, ich würde mal sagen, hier eintauchen. So, das da aber vor allem in ihre Nahkampfwaffe ebenfalls mal eintauchen. Das kann sie später machen. Erstmal Angriff auf ihn. 25%ige Chance zu treffen. Gucken wir mal, ob das klappt. Fehlschlag. Na gut. Oh, zielsicherer Schlag hat der. Okay. Dann passen wir. Also Magier kann ruhig weiter nach hinten gehen und tanzende Lichter zaubern. Und zwar ebenfalls hier vorne hin. Weil hier wird sicher gekämpft. Perfekt. So. Und dann auch mal Säurespritzer. Ebenfalls hier vorne hin. Perfekt. Jetzt da ein Säurefeld. Und wenn die da reingehen, dann haben die weniger Rüstung. Okay, superklasse. Können wir ihn damit schon treffen eigentlich? 42%ige Chance, ihn damit zu treffen? Nein. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir Segnen auf uns. So. Genau, auf, ich würde mal sagen, auf diese drei hier. Perfekt, die drei brauchen Segen. Super. Und dann machen wir mal heilendes Wort auf sie. Dann kriegt sie nämlich Klingenbann. Und sie müsste auch eigentlich eine vergiftete Waffe haben jetzt. Ich habe jetzt doch ausgerüstet, oder? Rache der Brutmutter hat sie. Aber, achso, das war, sie hatte keine voll, okay, wahrscheinlich, weil sie noch keinen Schaden genommen hat. Aber sie hat wenigstens schon mal Klingenbahn, das wollte ich ja für sie haben. Wunderbar. Okay, dann laufen wir mit ihr auch ein bisschen weiter zurück. Perfekt. So, Minotaurus springt. Niemand ist umgefallen, okay, das passt. Hat natürlich auf unseren Aerogriff abgesehen, 33 Schaden, kritischer Treffer, was auch sonst, ne? Greift zweimal an hier. Okay, den müssen wir gleich heilen. Der nächste kommt angelaufen. Braucht aber noch ein Weilchen. Oh mein Gott, der kommt sofort angesprungen. Okay. Fehlschlag. Superklasse. Hat sich gleich mal ein Konter eingefangen. Wunderbar. Und jetzt hat er getroffen. Okay, das passt. 7 Schaden. Wir müssen Aragriffen wiederbeleben hier. Greifen wir jetzt den hier mal an. 70%ige Chance. Wunderbar, das hat funktioniert. Sehr gut. Und jetzt ist unsere Lazelle dran. 45%ige Chance, ihn von hier zu treffen. Können wir uns vielleicht hinter ihm stellen? Geht nicht ganz. Vielleicht seitlich, dorthin. Da haben wir Säure. 70% hier. Okay, nehmen wir es mal hin. Verängstigt, sehr gut. Machen wir doch mal Tatendrang. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, greifen wir mal normal an. Sehr gut. Oh, der erste ist besiegt und wir kriegen gleich mal Malachit und Gold. Superklasse. Dann laufen wir zum nächsten. Direkt mal in die Nähe und aktivieren hier Durchschnaufen. Das heilt uns nämlich gleich wieder.
Und unsere Waffe ist mit Basisgift vergiftet. Seht ihr? Sehr gut. So, dann passen wir mal die Runde. Und ich versuche jetzt mal, unseren Aragrith zu heilen. Am besten, ich mache Nebelschritt, teleportiere mich mal darüber. So, und da aktivieren wir Wunden heilen. Auf ihn. Perfekt. 10 Stück, das ist in Ordnung. Kann ich doch gleich mal hier weglaufen, rein in die Dunkelheit. So, und dann verstecken. Ah, ich kann mich hier verstecken. Schade, das war ja schon eine Bonusaktion, ne? Seht ihr? Besser das als gar nichts. Okay, dann kann ich mich ebenfalls wegteleportieren hier mit Nebelschritt. Und zwar da oben rauf. Sehr gut. So, ich kann zwar jetzt nicht mehr angreifen oder sonst irgendetwas machen, aber wenigstens ist Aragrith erst einmal in Sicherheit hier oben. Super. So, dann kann sie bitte mal... Wir könnten jetzt versuchen, David anzugreifen. Machen wir das mal hier. Komm, 65%ige Chance. Ah, natürlich ist das ein Fehlschlag. Das war ja so klar. Er hat noch Klingenbahn. Heilen wir ihn ebenfalls mal hier. Sehr gut, mit Klingenbahn. Dann gehen wir nochmal nach hinten. Ich hoffe mal, dass er unseren Magier jetzt nicht angreift. Rücksicht los, aktiviert er auf sich. Okay. Natürlich rennt er zu unserem Magier hin. Oh, Konzentration verloren. Es wird gleich dunkel da hinten. Okay, 10 Schaden. Resistenz gehabt. Und dann springt er wieder zurück. Ah, wunderbar, er ist beim Feuer gelandet. Sehr gut. Okay, dann wollen wir doch mal 91%ige Chance, ihn zu treffen. 7 Schaden, leider nicht vergiftet. Das ist in Ordnung. Aragrith ist dran. Und er kann die Gegner jetzt mal verwünschen. Ich würde mal sagen, wir verwünschen Geschicklichkeit. So, sehr gut. Und dann, was ist eigentlich hiermit? Das sind halt flüstern 50%ige Chance nur. Aber unser Fernkampfangriff, der zieht. Also, eat this! Fehlschlag. Natürlich! 94%ige Chance zu treffen. Fehlschlag. Okay, Basisgift haben wir. Machen wir bedrohlicher Angriff. Okay, schon mal ganz gut Schaden verursacht. Ich kann jetzt leider nicht noch einmal angreifen. Ich könnte jetzt natürlich so einen Hasstrank aktivieren. Trank der Geschwindigkeit. Komm, das machen wir mal. Klicken wir den mal. Dann dürfen wir noch einmal angreifen hier. 25 Schaden, sehr gut. Leider ist er wieder nicht eingeschüchtert worden. Aber ihr seht, der Trank wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, ja. Wir können auch so ordentlich draufheizen jetzt hier. Der hat noch 12 Gesundheit. Magisches Geschoss kann das schaffen. Was ist damit? 88%. Ja, machen wir das doch mal hier mit. Fehlschlag. Warum sollte es auch treffen? Wollen wir noch ein bisschen Licht dahin. Dann gucken wir, dass wir hier wegkommen, schnellstmöglich wieder. So, okay. Also, Freunde. 88%ige Chance zu treffen, das kennen wir schon. Was ist damit? Nein, komm, wir nehmen die 88%. Was trifft jetzt aber hier? Aber das Normale reicht schon, das hier. So. Ah, wunderbar. Awesome. Sehr gut. Also, wir hätten den Trank der Geschwindigkeit nicht unbedingt gebraucht. Er hätte vielleicht doch einen Angriff gegen uns hingekriegt oder so. So. Aber da haben wir zumindest mal einen eingesetzt. Oh. Ach, der kommt jetzt. So, was haben die denn dabei? Die haben ein Amulett der Unwürdigen. Resistenz gegen Hiebschaden. Das ist ja cool. Aber dafür verwundbar durch Wucht. Haha, das hätten wir also gegen die machen können. Wuchtschaden, das hat er bestimmt getragen. Und der hat nichts. Na gut, in Ordnung. So, dann aktivieren wir das hier. Kurze Rast. Speichern nochmal ganz kurz zwischen, dass wir es geschafft haben. Das war ein richtig cooler Kampf. Und dann gucken wir uns weiter ein bisschen um. Hier, erstmal hier oben auf diesem Gebiet. Wir gehen da systematisch vor. Überall ist hier so Zeug. Wir können jetzt verschiedene Wege laufen. Laufen wir mal hier hinten rüber. Oh, was? Es kommt mehr? Kommt das jetzt hier? Hush. Do you hear it? Sag mir, dein Geist angesichts der seltsamen Stimmen zur Ruhe bringen. Careful. If we can hear it, perhaps it can hear us. Die kommen, ihr kommt? Also beim letzten Mal waren das nicht. Waren damit nicht die Tauren gemeint, ne? Hier liegt auch noch Zeug rum. Timusks, known to cause confusion. Best not get too close. Kerze, Knochenhaufen, Vase. Oben können wir entlang laufen. Hier durch.
Ah ja, okay, gut. Also mehr war da jetzt nicht. Das sind die Tauren. Die stehen. Komisch. Laufen wir mal hier oben entlang. Also ihr seht, man hätte sich im Prinzip jetzt hier irgendwie an die Tauren anschleichen können oder so. Broken bones. Must have fallen. Wunderbar. Übrigens, falls wir mal das Gefühl haben, dass wir mit unserer Laser nicht richtig treffen, man kann das auch deaktivieren. Das seht ihr hier unten rechts in der Ecke, ne? Meisterhaft schwerer Meisterschaft schwerer Waffen, voller Einsatz, ne? Minus 5 Genauigkeit und plus 10 Schaden. Falls ihr mal unbedingt treffen müsst, ihr kennt das ja, der Gegner hat vielleicht nur noch ganz wenig Gesundheit und ein ganz kleiner Schlag würde schon reichen, um ihn zu killen, aber ihr habt deswegen niedrige Trefferquote, deaktiviert das einfach. Jetzt habt ihr wieder ganz normale Angriffe. Und wenn es aktiviert, habt ihr wieder verstärkte Angriffe, ne? So, okay, gucken wir mal weiter. Hier ist der andere Minotaurus rumgelaufen. Da ist ein Stricknetz, da kann man hoch. Oh, das sind Fallen, okay. Holzkiste. Da sind ganz viele Fallen. Okay, Freunde, passt auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal da hoch und wir gucken jetzt erst einmal, ob wir diese Minen hier entschärfen können. Geht das hier entschärfen? So. Dafür müssen wir würfeln. Geschicklichkeitswurf. Wir brauchen eine 5, haben eine 10. Sehr gut. Und die erste wurde entschärft. Das machen wir doch mal mit der nächsten. Hier, Gegenstand werfen. Nicht noch werfen. Tatsächlich kann die wegwerfen. Ha, das geht auch, okay. Na gut. Dann brauchen wir sie nicht entschärfen. Dann können wir sie einfach rausnehmen und wegwerfen. Was denn hier oben? Pentarim Lagerhaus. Oh, das ist auch alles, macht keinen sonderlich stabilen Eindruck hier. Irgendwas, rustikale Truhe. Gibt's einiges Zeug hier. Oh, guck mal, das können wir alles mitnehmen hier. Da ist nichts drin. Da sind noch ein paar Steinchen drin, da haben wir eben schon reingeschaut. Okay, das brauchen wir nicht, das Zeug. Holzfass. Oh, Nahrung ist da drin. Ich glaube, ich werde das erste Mal hier alles ausräumen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Aha, gucke mal, da. Können wir das entschärfen? Den brauchen wir. Wir haben nur eine 7, okay. Versuchen wir. Gehen wir auf weiter. Oh, schade, es explodiert. Schriftrolle mit Toten sprechen ist da aber drin. Schriftrolle falsches Leben. Okay, super. So, was haben wir denn noch hier? Ach ja, genau, was ich gerne probieren wollte. Er, kann der das lernen? Falsches Leben? Geht nicht. Selbstverkleidung hat er ja schon gelernt. Wo ist das eigentlich hier? Ah, mit Toten sprechen ist die Stufe zu niedrig, ne? Das kann er nicht lernen. Das wäre dann wahrscheinlich nur aus diesem einen Buch gegangen. Okay. So, wir sind doch schon zu schwer beladen. Was ist mit der hier? Kann ich die auch mal schnell knacken? Super. So, noch ein paar spezielle Pfeile. Wunderbar. Und dann teile ich gleich alles auf. In der Gruppe. So, perfekt. Wunderbar. Alles ist aufgeteilt. Und jetzt können wir nochmal runtergehen von hier. Gut, dass wir dieses Lager gefunden haben. Sind auch einige Fackeln noch da oben. Ich habe jetzt keine Fackeln mehr mitgenommen. Ich glaube, wir brauchen die nicht unbedingt. Mit tanzende Lichter und mit Nachtsicht und so weiter kommen wir, glaube ich, ganz gut hier klar. Aber trotzdem gut zu wissen, dass es das dort gibt. So, dann nochmal ganz kurz zwischenspeichern. Inventar ist ebenfalls aufgeräumt. Ich habe einfach nochmal alles, was irgendwie am meisten wiegt, unter meinen Charakteren so ein bisschen aufgeteilt. Die anderen tragen nicht zu viel. Ja, die können noch mehr als genug tragen. Bei ihm wird es nur ein bisschen knapp. Deswegen muss ich manchmal die Sachen ein bisschen rüberschieben und so, ne, wisst ihr? So, na gut. Gucken wir nochmal hier unten ein wenig. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Ich gehe noch mal ganz kurz hier drüben gucken. Da ist noch eine schwere Truhe. Hier eine Falle oder sowas? Nein, die können wir einfach aufmachen. Da ist Gold drin. Perfekt. Das Zeug hier. Das Zeug ist gefährlich. Oh. Die werden verwirrt und lachen sich einfach kaputt. Deswegen ist das Zeug so gefährlich. Und da unten ist ein ganzes Feld davon. Wieder hier oben, oder? Da sind wir schon mal gewesen. Ja, perfekt. Wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum. Wir müssen wohl durch dieses Feld. Dann sammeln wir uns mal da unten irgendwo. Jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie sicher durchkommen.
Ja, genau. Wir haben hier alles aufgedeckt. Okay, laufen wir jetzt hier runter. Wenn ich hier schaue, seht ihr, auf der rechten Seite ist alles aufgedeckt. Ne? Hier ist zwar auch noch viel schwarz. Und da wird auch noch was angezeigt da oben. Aber das war, glaube ich, die Goblin-Festung. Und hier ist das Unterreich. Hier sind wir angekommen. Hier ist nichts mehr auf der rechten Seite. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier nach links durcharbeiten. Hier ist der Weg zu den Trümmern des Mondaufgangs. Da ist quasi der Weg nach draußen. Da wollen wir hin, ja. Das ist das endgültige Ziel. Und was ist das hier? Okay, okay, okay. Da ist alles voll von diesen Dingern. Wuchernder Tim. Wuchernder Tim, was macht das Ding? Alles voll von... Oh nein, 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 nicht angreifen, nicht angreifen, nein! Zurück, zurück, zurück! Puh! Aha, seht ihr? Die Dinger explodieren! Die verwirren uns hier, das eine Zeug verwirrt uns. Und dann werden wir von dem anderen Zeug in die Luft gesprengt. Glücklicherweise hat uns Gale davor gewarnt eben. Und da sind Lebewesen. Mykonidenwächter. Und was ist das hier für einer? Ein Duerga. Bohrendiener. Ja, die sind von diesen Dingern besessen. Ob wir da hochgehen, weiß ich nicht. Ich sollte mal nochmal rasten. Wir speichern nochmal ganz kurz hier. Aber einfach zu rasten mache ich jetzt erst nochmal das hier. Gebet der Heilung. Und damit heilen wir uns einmal alle. Sehr schön. Wir haben auch Klingenbande zum Kram, ne? Seht ihr? Könnte man jetzt vor einem großen Kampf nutzen. Das hält jetzt eh nur ganz kurz an, das Klingenband-Ding. Darum ging es mir auch gar nicht. Es ging nur darum, mich ganz kurz zu heilen. Superklasse. Beide haben jetzt Hans Licht dorthin gezaubert. Da ist da zumindest mal hell. Und dann laufen wir doch mal dahin zu denen. Hey, ihr. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sings many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. Haben wir die gehört? Fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Oh, okay. Verbindung mit... Wir können es auf dem wollen wir das mal probieren? Motiv erkennen, Drow. Das Unterreich ist meine Heimat. Ich brauche keine Erlaubnis, um es zu betreten. Sagen wir mal, auf die Parasiten konzentrieren. The parasite is quiet. You feel no bond with the creature. Interessant. Sagen wir das hier als, wir versuchen mal ihn zu überzeugen. Ich bin auf Reisen und suche das Abenteuer. Ich bin weit gereist und suche Heilung. Oh, wir brauchen nur eine Eins. Interessant. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody. Cautious, but welcoming. I can neither mend skin nor spirit. But we still might commune. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Ja, das ist doch mal was. Machen ja einen freundlichen Eindruck. Ist da hinten noch irgendwas? Da gibt's auch noch ganz, ganz viel zu entdecken da drüben. Aber wir gucken uns erstens mal das an, was die hier zu sagen haben. Auf der Karte sieht das so aus, ne? Hier links ging es dann weiter. Aber wir gucken erstmal, was hier sich hier nördlich befindet. Mykonidenwächter, okay. Cool. Da geht's auch weiter. Wasser ist dort. Ah, ich finde, das Unterreich sieht mega cool aus. Hier ist echt wunderschön. Die ganzen, ich meine, das sind alles nur hauptsächlich irgendwelche Pflanzen, also Pilze und so ein Kram, ne? Aber trotzdem ist es leuchtend hier und so. Echt cool gemacht. Na gut. Das ist also die Mykonidenkolonie. Wahrscheinlich hätten wir auch gegen die kämpfen können, aber ich würde ungern gegen die kämpfen wollen. Was bist du denn, Feiner? Das ist eine Reisetruhe. Das ist Blurk. Hey, Blurk. Ah, a visitor. You're a welcome sight.
But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than the fungi. Als Drow können wir sagen, euresgleichen sind hier unten meist Sklaven. It's true that many of my brethren are enslaved here, but my intellect has secured my freedom. It is my hope that my research will lead to liberation and peace for my people. Such designs are part of why I've devoted myself to studying the Myconids. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Our kind has suffered needlessly for generations. Do you also seek peace among the Myconids? Ich gehöre hierhin, aber ich kann nicht mehr bleiben. I know the feeling well. What has driven you from home? Jetzt können wir unsere ganze Geschichte wieder erzählen. Also, ne, ihr kennt das ganze Jahr, wie wir ausgesetzt wurden, weil unsere Eltern hingerichtet wurden und so weiter. Die ganze Geschichte erzählen. You were infected by an illithid tadpole. It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Ormelium! I hope this is important, Blur. Zirkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head, but he hasn't turned. No, Saramorphosis. That's impossible. Oh! That intrigue. Are you looking to have it extracted? Geich, your head will make a fine trophy for my queen. Please hold. I understand your rage against my kin. My species has terrorized the Underdark for countless generations. But I assure you, I stand with the Society of Brilliance, not the colonies of my people. Ich habe die Schande von Lorth selbst gespürt. Ich verstehe, Omelo. Your head and invade your dreams, and still you would parley. I ask only that you refrain from violence. I respect that your opinion of my kind may be charged. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Okay, entspannen wir uns und lassen ihn mal in unseren Verstand durchsuchen. As Omelum's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size, alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete. As should your transformation. But the larva is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Das ist wirklich interessant. Und könnt ihr die Larve entfernen? No. It appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve Also wissen wir das schon mal. Das klingt nicht ideal. It is not ideal. The process would surely kill you. Dann erzählen wir doch mal von diesem Gedankenschinderschiff. They were our warships during
astral plane from Apex. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Ja, Gith gegen Gedankenschinder. Dann waren die ganzen Tests vergebens. Aber wir bedanken uns erstmal für die Informationen. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Umgehen. Was für eine Alchemie habt ihr denn im Sinn? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh talon of madness and Timask spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timasks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Ach, man sollte beides wohl lieber nicht essen. My formula will hamper the more harmful effects once the mushrooms are brewed into a potion. Your sanity, however much you possess, should remain intact. 13. Also, wo finde ich diese Pilze? The Underdark, of course. Although they are quite rare. And their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Warum sollte eine Klerikerin gefährliche Pilze besitzen? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Sousa bark took priority. Okay, das Experiment klingt mir zu riskant, lieber nicht. Na gut, wo bekomme ich, ich komme wieder, wenn ich solche Pilze habe. May your travels be safe and swift. Es kann nicht schaden, erstmal zuzusagen, ne? Man weiß ja nie, was wir dann eben daraus machen. Jedenfalls sind die beiden echt interessant hier. Der da, der Blurk und er hier. Was hat er noch was zu verkaufen vielleicht? Mal gucken. Welcome back. Ja, habt ihr was Interessantes zum Handeln? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. So, der hat das hier. Diadem des Versengens. Damit bekommen wir sengender Strahl. Können wir zaubern. Kostet nur 650, ist sehr günstig. Was haben wir denn noch hier Schönes? Geschenk des Sonnenwandlers. Mit dem arkanen Juwel des Rings lässt sich nur die dunkelste Finsternis nicht durchdringen. Auch interessant, da haben wir noch hier Saphirfunke. Psychische Geschosse. Wenn der Träger magisch Geschoss wirkt, bewirkt jeder Energiewurffall zusätzlich 1d4 psychischen Schaden. Das ist ja interessant. Also ich würde mal sagen, wir nehmen das Ding hier mit, das Ding hier und das Ding. Also alle drei, warum eigentlich nicht? Und das kostet zusammen 4.368. Wir haben ja das Gold, ne? Wir können das problemlos kaufen. Wir könnten es wahrscheinlich auch klauen oder so. Mal schauen, ich will das mal testen. Ich gehe erstmal ganz kurz raus. So, werden wir gesehen. Da nicht, ne? Gehe ich mal hier rüber. Die könnte auch gleich mal zaubern. Spurloses Gehen kann sie gerade nicht. Okay. Speichere ich mal ganz kurz zwischen, nur um sicher zu gehen. Taschendiebstahl, ob ich die Dinge auch klauen kann. Ich kann die auch klauen. Seht ihr? Eine 7 für das Ding. Stehen wir mal. 11, wunderbar. Dafür eine 8. 19, wunderbar. Und hierfür auch wieder eine 7. 13, perfekt. Und jetzt ganz schnell weg hier. Bevor er irgendwas merkt. Lalalala, wir haben nichts, wir sind freundlich. Oh Mist, Giftpilze. Boah. Okay, super. Irgendjemand hat ihn bestohlen. Wer kann das wohl? Das waren bestimmt die hier, diese Pilze, die hier rumlaufen. Also wir waren das nicht. Wir haben das ja gar nicht nötig. Okay, dann zwischenspeichern und Rüstung anziehen.
Was haben wir denn hier? Also Amulett des Nebelschritts trägt er gerade. Ich würde mal sagen, wir geben ihm... Oh, jemand hat seine Tasche... Da kam bis hierher gelaufen. Versuchen wir uns mal aus der Situation rauszureden. Und dann würde ich sagen, täuschen wir ihn mal. So, wir brauchen eine 8, um ihn zu täuschen. Klappt das Ganze? Eine 4, schade. Ah, würfen wir nochmal erneut. Diesmal eine 8, bitte. 14, sehr gut. So. Dann ist das mit dem auch erledigt. Genau, halt uns ruhig im Auge, das passt schon. Jedenfalls, wo sind wir stehen geblieben? Diadem des Versengens. Geben wir ihm. Unserem Aragrith, weil der kann jetzt das hier, kann jetzt Sengender Strahl zaubern. Und Sengender Strahl ist sehr, sehr mächtig, kombiniert mit Verwünschen. Denn wenn wir Sengender Strahl zaubern, einmal pro lange Rast geht das, ne? Da haben wir einmal richtig fetten Burst Damage pro lange Rast, weil wir schießen nämlich drei Strahle, die jeweils 2d6 Feuerschaden verursachen. Und jeder einzelne Strahl löst Verwünschen aus. Sehr praktisch. Großer Schaden. Okay, dann, was haben wir hier? Da ist nur ein Helm. Sie trägt gerade Rache der Brutmutter, das passt soweit. Aber er hier, er trägt gerade hier geliebtes Medaillon für tanzende Lichter. Er könnte jetzt mal was Neues bekommen, und zwar das hier, Saphirfunke. Denn damit macht jedes arkane Geschoss, das er schießt, ne, jedes magische Geschoss, macht zu sich einen D4 psychischen Schaden. Das stelle ich mir richtig stark vor bei ihm. Weil er jetzt nämlich nicht nur 1d4 Energieschaden macht, sondern zusätzlich nochmal 1d4 psychischen Schaden. Ich will das mal ganz kurz testen. Er wird da mal schießen auf Lazel. Da seht ihr, ganz viele Zahlen, großartiger Schaden, echt coole Sache. Wir werden eh rasten, ne? Jedenfalls ist das jetzt schon mal erledigt. Und sie trägt aktuell Amulett der Pein. Das braucht sie ja eh nicht. Ich würde mal sagen, wir geben ihr wieder dieses Heilding hier. Die tanzende Lichter kriegt sie, damit sie tanzende Lichter zaubern kann. Nur für den Fall der Fälle, ne? Dass sie ein bisschen Licht machen kann. Okay, perfekt. Ich glaube, damit haben wir ordentlich Ausrüstung. Gibt es noch einen Ring hier? Mal gucken, was das macht. Wenn er diesen Ring trägt. Hat er irgendwas Neues hinzubekommen? Es sieht nicht danach aus, ne? Gucken wir mal. Nein. Ausrüsten, fallen lassen, werfen, ein Lager senden. Okay, na gut. Ich habe es ihm trotzdem mal gegeben. Keine Ahnung. Oder wisst ihr was? Wir geben es... Ja, wir lassen es bei ihm. Keine Ahnung, was es macht. Wir werden es aber noch herausfinden. Sehr schön, superklasse, ne? All die Zauber, die wir nicht lernen konnten, zum Beispiel, normalerweise kann ja ein Hexenmeister des großen Alten, ne? Der kann das ja nicht lernen, Sengender Strahl. Das ist ja nur etwas für einen Unholz-Hexenmeister. Und so können wir das auch hier benutzen, ne? Perfekt. Also, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine große Rast. Hier, eine lange Rast. Das sieht cool aus, das Diadem. Eine lange Rast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Und ja, in alter Frische, und dann gucken wir, wie es hier weitergeht. Hier unten. Ja, genau. Richtung. Haben wir irgendwo eine Quest? Das ist hier die Quest. Weg zum Mondaufgang. Oh, da ist auch noch ganz viel Zeug. Keine Ahnung, was das alles ist hier. Schwarzseegrotte sind wir gerade. Zerstörter Turm. Die Fianke-Patrouille, das sind die anderen Wege, die wir gehen könnten. Ja, genau. Da ist der richtige Weg. Dann gehen wir hier Richtung Westen. Und danach Richtung Süden, und dann kommen wir langsam am Ziel an. Wahrscheinlich sogar in der nächsten Episode. Also Freunde, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann. Tschüss.